Aufgabe, dass du viel Freude an dieser Gemeinde hast, auch genug Zeit, um die Besonderheiten dieser Gemeinde auch sehen, erkennen und schätzen zu können. Vielen herzlichen Dank für deinen vielfältigen Dienst und Gottes reichen Segen für deine weitere Tätigkeit. Es ist mir eine große Freude, bei euch zu sein. Der Joe hat mich noch nie eingeladen. Heute ist, ja, schlag dich auf den Brust. Ja. Habe ich warten müssen, bis der Thomas kommt, mit der Mama. Und da wurde ich eingeladen. Es ist ein Fest heute am Sonntag. Es ist ein großes Fest, Fest des Lebens. Und die zwei Fragmente der Heiligen Schrift, die wir aufmerksam gehört haben, haben wir aufmerksam gehört. Komm uns nicht so, was macht der Fischer? Weiß nicht ganz genau. Oder Sie wissen? Ah, du weißt es. Bist du denn der Bruder von mir? Sie werfen mir Fischerin raus. Genau. Sie fahren auf See, werfen ihre Netze aus und begeben sich manchmal in die Gefahr, dass der See auch rau sein kann. Aber Sie haben keine Angst. Sie vertrauen und fahren hinaus, weil sie einen Auftrag haben. So wie Thomas. Voreinander lernen, einander unterstützen und zu einem Leib Jesu Christi führen. Zur Kommunion. Das ist einer der wichtigen Säulen einer Pfarrgemeinde. Kommunion. In unserer Stadt. Und so werden Sie. Und Bezirksvorsteher ist mir ein Zeuge, so werden sie auch nicht Kirche verändern, sondern die Stadt verändern. Österreich verändern. Diesen Bezirk verändern. Jetzt bin ich fertig. Die hier versammelte Gemeinde bitte ich, für ihren neuen Moderator zu beten und im ehrlichen und offenen geschwisterlichen Miteinander das Leben dieser Paare gemeinsam mit dem Moderator so zu gestalten, dass die Pfarrgemeinde Sakrament, Zeichen der Zuneigung Gottes für alle hier lebenden Menschen ist. Liebe Mitbrüder, dies ist der Ort, von dem aus du die Liturgie der Kirche leiten wirst. Bedenke alle Zeit, in welchem Dienst du stehst. Ich wollte dich, lieber Thomas, begrüßen. Und wir kommen jetzt nach vor und wir haben einen Ast mitgebracht, stellvertretend für einen Baum, den wir dir schenken wollen. Aber entsprechend der Jahreszeit ist es nicht gut, jetzt einen Baum einzusetzen, sonst würde nicht leben und reiche Frucht tragen. Und wir wissen darum, dass du einen Garten hast, wo ein Baum Platz hat. Und wir wissen auch, dass du noch keinen Nussbaum hast oder keinen Walnussbaum. Ja, und wir wollen dir so einen Baum schenken als Zeichen. Als Zeichen, hier auch Wurzeln zu schlagen. Nicht nur ganz kleine, dünne, sondern wer einen Nussbaum kennt, weiß, dass der ganz große, feste Wurzeln hat. Und diesen festen Stand mit tiefen Wurzeln, das wünschen wir uns, vor allem auch wir Kinder, dass du uns hier in dieser Pfarre Halt gibst. Ein Zuhause. Und dann wünschen wir deinen festen Stamm, der allen Sturm und allen schlechten Wetter, das vielleicht manchmal kommt, auch standhalten. Ich habe einen ganzen Sack voll Nüssen, voll Sack Leitner Nüssen. Ich denke, du wirst in den nächsten Wochen die eine oder andere Nuss bei uns zu knacken haben. Und es sind nur eine Handvoll. Und wir wünschen dir, dass du mit uns einen guten Weg gehst, viel verwurzelt bist und gute Nüsse, weil wenn man die Nüsse geknackt hat, dann schmecken sie auch gut und man kann sie essen. Wie ich hier mitgebracht habe, ist das wichtigste Werkzeug eines Gärtners. Mit dieser Gießkanne kannst du den Baum
vielleicht auch den Ast, damit dann wirklich ein Baum da ist. Und diese Gießkanne ist aber auch ein Symbol. Du als Gärtner trägst Sorge dafür, dass alle Blümlein unserer Pfarre regelmäßig gezielt und mit Bedacht gegossen werden. Ich freue mich und ich hoffe, nicht nur stellvertretend für die Pfarrgemeinde, dass du mit uns den Weg jetzt gehen wirst. Kirche ist ein Ort der Begegnung. Ein Ort der Begegnung mit den Menschen, das sehen wir hier wunderschön. Es ist aber vor allem auch ein Ort der Begegnung mit Jesus, mit Gott. Denn Gott ist der Hausherr unserem Glauben. Und jetzt werden wir uns auf den Weg machen, dass auch in diesem Garten etwas wächst und etwas Gutes weiter wächst und Neues auch immer wieder entstehen kann. Dafür danke ich euch und ich fühle mich da mitgenommen von vielen, die die Pfarre auch mittragen. Der Gärtner allein wird es nicht erreichen können, wenn er nicht auch viele hat, die mit ihm in diesem Garten. Voll Sack Leitner
Wochen die eine oder andere Nuss bei uns zu knacken haben. Dass wir so viele Ämter gleichzeitig da vertragen haben. Ich hoffe, ich kann das auch.